Leder. Das habe ich wahrscheinlich für mehr verkauft, als es eigentlich... Aber ja. Ja, oh. Vergesst nicht, auf Grimm reinzuschauen, falls ihr etwas Mist. Braucht. Natürlich, jetzt habe ich so viel. Jetzt habe ich so viel Stein. Mal sehen. Ja. Eisenbahn. Was haben wir noch? Sonst haben wir nichts geholt, ne? Ich trage zu viel. Jetzt müsste ich ihr wieder was verkaufen. Aber ich habe doch gar nicht mehr so viel Kram dabei. Ich helfe meinem... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Du hast jetzt 5000 Gold. Du kaufst jetzt mal was von mir. Wenn ich denn was zu verkaufen hätte. Krass, das ganze Gewicht kommt nur hierher. Mist. Wie gut, dass ich nebenan direkt noch ein Haus habe. ja. Wieso hat das Haus da oben einen Griff dran? Das sieht sehr merkwürdig aus. Oh, stimmt. Der ganze Garten ist ja hier voll mit Kram. Papa, ihr seid wieder da. Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Danke. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Ach so, sie hat mir jetzt... Okay. Oh, wie hatte ich denn jetzt hier die Ordnung? Material war oben, ne? Das ist so... strange jedes Mal. Welche Kiste war es jetzt? Oh Gott. Ich glaube die hier, ne? Stimmt, hier hatten wir Glas. Ich habe Glas. Goldbarren. Genau, hier kann ich den Kram erstmal Drachenknochen, Drachenschuppen. Ich weiß, wo die hinkommen. Eisenbarren, die behalte ich. Die brauche ich. Den zum Beispiel brauche ich nicht. Häkel. Quecksilberbarren brauche ich eigentlich erstmal auch nicht. Scharnier brauche ich, Schaufelschloss. Silberbarren. Silbererz. Zwergische Metallbarren, gut. Was war eigentlich in der Kommode? Habe ich da überhaupt? Schuhe, Kleidung. Da habe ich nie was reingetan. Oh, das ist ein Waffenhalter. E aktivieren. Nee. Okay. Da kann man dann sich aussuchen, welche Waffen... Da kann man dann magische Waffen hinhängen. Hey. Nacht. Jetzt habe ich einen Teller genommen. Schlüssel? Nein. Bin ich denn hier? Da, sonstiges. Da, Drachenknochen. Nein, ablegen. Ah, ich bin endlich frei. Ups, nicht ins Feuer springen. Kann ich dann meine ganzen Waffen aufhängen, diese ganzen schönen Waffen, wie das Kantana zum Beispiel, wenn ich was... Was? Die ganzen schönen Sachen eben. Kann ich da aufhängen. Das ist toll. Ist das? Badensprungspitze, nee. War denn... Irgendwo war doch auch was mit einem Riesen, da muss ich gleich mal gucken.
Aber erstmal bin ich ja noch mit meinem Haus beschäftigt. Was machst du denn hier draußen? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Wunderbar, ja. Schlafzimmer, wie wäre das? Wenn ich hier erstmal anfangen würde. Einrichtung. Doppelbett. Lederstreifen, Stroh, Holz. Zwei Kinderbetten, okay. Und ein Doppelbett natürlich für mich und die Frau, die ich irgendwann mal heiraten werde. Stroh war draußen, Lederbänder. Könnte ich mir gerade selbst machen, ne? Stroh brauche ich. Irgendwie hier. Sagen wir mal. 10. Und Lederbänder. Ich habe ja 2 von diesen Gerberteilen, ne? Eins steht links, das andere. Und sie ist Leder. Auch wenn ich weiß, für das Schnee. Oh, ich habe eine Menge Leder. Und mein Gewicht sinkt, das ist so witzig. Weil die Lederstreifen einfach viel leichter sind als das Leder an sich. Aber trotzdem habe ich jetzt mehr an Sachen dabei. Sehr interessant. Jetzt sag mir, dass das funktioniert. Einrichtung. Nein. Holz? Oh, Dingens, wie heißt du? Ich bräuchte Hilfe. Oben wird es ja wohl nicht sein. Rennt die gerade noch draußen rum? Oder ist sie mir reingefolgt? Eigentlich müsste sie doch auch... wo bin ich denn hier? Ah, okay. Wieso ist mein ganzes Holz weg? Wieso ist mein Holz weg? Tatsache. Ich könnte nur ein bisschen Feuerholz machen. Hier ist immer noch eine Lehmgrube. So ärgerlich, dass mein Pferd weg ist. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Veränderung? Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Kutsche. Barde. Pferd. Kuh. Ah, gut. Darauf habe ich schon die ganze Zeit ein Auge geworfen. Mal sehen, ob es noch zu haben ist. Das ist schön. Baumaterial. Natürlich. Was brauchen wir? Holz, Stein, Lehm. Komm mal, alles selber. Wir brauchen nur Holz. Ich werde mich sofort darum kümmern. Braucht ihr sonst noch etwas? Braucht ihr sonst noch etwas? Ich denke mal, 40 Holz sollten erstmal genügen. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, doch, das sollte erstmal genügen. Dann hoffen wir doch mal, dass das jetzt das richtige Holz war. Einrichtung. Guck mal einer an. Ein Doppelbett. Ecktisch und Stühle. Ein Kinderbett. Ein Stuhl. Ein Waschbecken. Protest. Warum nicht? Bank. Flacher Tisch. Wandhalterung, 2 Stück. Hä? Okay. Sonstiges. Ah, da bräuchte ich erst die entsprechenden. Wandregal, 2 Stück. Wandgeregal, 3 Stück. Kostet aber dasselbe.
Ja, Vitrine, da fehlt mir das Glas. Das muss ich noch mal. Gut, ein Waffenständer, wieso nicht? Behältnisse natürlich. Kleine Schale. Lange Truhe. Ich kann mir tatsächlich hier einen Tresor hinstellen. So, eine Kindertruhe. Ein hoher Kleiderschrank. Wow. Was ist das? Sind das Pollen? Auf jeden Fall. Saubere Sache. Sieht toll aus. Jetzt fehlt hier nur noch die lange Truhe. Ja. Die mit Gift. Was haben wir noch? Vorsicht. So, und jetzt gibt es wahrscheinlich schon... Nee, er ist leer. Oh, schade. Hui. Das ist ja ein richtiges... Naja, ein gefaktes Himmelbett. Tornister, okay. Sehr interessant. Da oben ist Wein. Habe ich irgendwas umgeworfen? Hoffentlich nicht. Perle. Oh, interessant. Hier darf man nicht das Falsche klicken, sonst nimmt man irgendwie was mit, was man gar nicht mitnehmen will. Das ist die Frage, was brauche ich eigentlich weiter? Eisenbeschläge und Nägel. Naja, gut, das können wir durchaus machen. Nee, gar nicht. Moment. Falsch, ich muss hier zur Schmiede. Eisenbeschläge und Nägel. Mal da, geschlagen. Geschlagene Rüstung. Eisenbeschläge. Sehr interessant, wie ich das Metall halte. Vor allem mit dem glühenden Ende nach hinten. Also das ist Schmiedekunst. Level... Oh Gott, glühendes Metall im Arm. Oh mein Gott. Das sind Schmiedeskills. Minus... Weiß ich nicht, eine ganze Menge. So. Haben wir doch nochmal Nägel. Nochmal Nägel, dann haben wir wieder genug. Ich habe immer noch das Eisen im Arm stecken, das stimmt doch was nicht. Schlösser brauchen wir bestimmt auch noch. So, Schmiedekunst ist mittlerweile auf 36, dank meines Hausbaus. Okay. Ein Tresor werde ich mir da oben nicht hinstellen. Die kommen nur in den Keller. Das sieht ja nichts aus. So ein wuchtiger Tresor mitten im Schlafzimmer. Okay, Behältnisse. Lange Truhe. Holz, Nägel, Eisenbeschläge, zwei Scharniere und ein Schloss. So. Das hatte ich mir schon gedacht, dass das so aussieht. Wo habe ich denn jetzt... Ach, das sind... Ah, schön. Toll, toll. Der Tresor würde dann irgendwo dahin kommen oder hier? Nee, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Hauptraum. Machen wir mal hier weiter. Das kostet Gold, aber ich habe immer noch 25.000, also. Gut, das ist ja jetzt nicht. Oh. Eisenbeschläge, mir fehlen. Eisenbeschläge. Oh. Alles in eine Ecke gequetscht. Aber der Hauptraum besteht ja auch, ich muss schon sagen, aus dem Bereich hier. Und das ist... Ist das auch Hauptraum? Zimmerbank und herstellen.
Ja, es wird wahrscheinlich auch für den Hauptraum sein. Gut, ich brauche noch Beschläge. Es war doch klar, dass ich dafür davon noch welche brauche. Junge, Junge, ich brauche viel Eisen. Ich müsste, wenn ich das alles selbst abbauen wollen würde... Junge, Junge, müsste ich da lange in irgendwelchen Eisenminen unterwegs sein. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig Eisenbar. Mache ich noch Beschläge daraus? Dann habe ich jetzt keine Eisenbarren mehr. Who cares? Hauptsache mein Haus wird fertig. Muss ich mir eben kaufen oder irgendwo Erz abbauen. Müsste ich eigentlich mal suchen, wo ich das beste Erz irgendwie... Da können wir das letzte Behältnis machen. Vitrine. Ja. Waffenständer. Regale. Sonstiges. Archimie, Labor, für Zauberer. Voll. Das habe ich doch hinten drin. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht... Ah ja, da fehlen mir Eisenbahnbruchstein. Glas, veredelter Mondstein, Eisenbahn, mächtiger Seelenstein, Goldbarren. Okay. Ich nehme mal an, da bleiben wir erstmal bei den Regalen. Der Waffenstein, ich bräuchte Bruchstein? Ich habe kein Holz mehr. Aber mittlerweile sieht es doch schon relativ voll aus. Wie sieht es eigentlich? Ja, kann man von unten natürlich nicht sehen. Schön angebracht. Ich meine, nicht schlecht. Also, das ist durchaus. Schatulle, war ja klar. Schrank leer. Ich brauche Bruchstein, ich brauche Eisenbarren. Junge, Junge, ich habe das Geld dafür, aber... Bruchstein. Sagen wir mal 10. Lehm, Stroh, Stroh haben wir eigentlich, glaube ich, noch, das haben wir, glaube ich, noch dabei. Ich weiß es nicht. Mit klar, ich habe ja vorher schon geguckt gehabt. Ja. Wunderbar. Boah, wie aufwendig das hier ist. Oh, und Holz brauche ich noch. Okay. Nägel habe ich nur 19. Wobei, man braucht mehr als einen Nagel, um hier was. Wo ist denn meine helfende Hand? Ist die hier draußen oder? Oh, guck mal, ein schönes Pferd. In einem Braun. Wo ist sie denn, die Tante? Ah, da oben steht sie. Macht's. Wieso macht die Leder? Lange. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Selbstverständlich. Mal sehen, was wir noch... Woran habt ihr gedacht? Kutsche, warum nicht? Ich werde mich sofort um einen Kutscher bemühen. Ist ja cool, eine Kutsche mit Kutsche. Woran habt ihr gedacht? Also eine komplette. Ich halte die Augen nach einer guten Kuh offen. Das will ich doch hoffen. Ich will doch keine schlechte haben. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ich werde mich sofort darum kümmern. Ob ich den Barden... Ach komm, ich hab das Geld. Ich mach's. Woran habt ihr gedacht? Oh, noch ein Huhn. Ich werde mich sofort darum kümmern. Mal sehen. Selbstverständlich. Vielleicht kann ich ja noch mehr. Woran habt ihr gedacht? Es wäre schön, etwas Musik im Haus zu hören. Ich werde mich danach erkundigen, was ein Barde für seine Dienste verlangt. Ja, wohl nicht so viel. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ich werde mich sofort darum kümmern. Vor allem, weil er dann ein Leben lang da sein wird.
Oh, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Es gibt nicht. Ich konnte nur drei Hühner kaufen.